Herzlich willkommen zu Fortnite. Hier wieder mit der wundervollen Blubberbläschen. Hi. Hallo. Und hier, ihr seht es schon, Kapitel 3, Saison 2. Zweite Season hat angefangen. Wir haben auch noch gar nichts gemacht. Gar nichts. Nicht mal ein Bier getrunken. Gar nichts gemacht. Wir sind frisches Level 1. Ich habe den Battle Pass und habe schon sie einfach geschenkt bekommen, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Ziemlich cool. Und ja, Legit, du hast ja auch noch nichts angeschaut. Nee. Ich auch nicht. Was wir aber eben machen können schon mal, wir können jetzt hier schon mal reinschauen. Was gibt's denn hier? Bootcamp, Rekrutenausbildungsaufgaben gibt es. Bau, Fortsetzung schließt das Bootcamp ab. Tägliche natürlich und die Saisonaufgaben natürlich ganz normal und Meilensteine. Ganz normal alles wieder. Nur, dass die hier zwei neu sind. Ich weiß nicht, ob neu war jetzt direkt am Beginn der Season, dass man nicht bauen konnte. Das war zumindest gestern so. Wir haben den 21.03. gerade. Ich weiß nicht, ob es noch da ist. Das wäre voll cool zu sehen, wie das so ist, wenn man nicht bauen kann, oder? Schon spannend. Das ist auf jeden Fall spannend, ja. Und dann eben hier der neue Battle Pass. Da haben wir einmal sie, Tsuki. Kannst ja jetzt mitschauen. Hast ja auch noch nicht angeguckt, glaub, gell? Ja, ja, genau. Ich schaue es mal auch an. Genau, hier haben wir also Tsuki. Die ist eigentlich ganz cool so. Eben, die habe ich ja schon direkt. Irgendwie hat was. Ich habe mir die Seiten schon angeschaut. Auf der Seite 2 haben wir dann Gunnar, den wir im Bunker immer bekämpft haben. Den können wir jetzt freischalten. Lustig, ne? Hm. Der gute Gunnar mit seinen Kettensägen-Sachen. Ich weiß nicht warum. Er hat einfach Kettensägenarme. Was ist nur mit dem? Das Emote gehört noch zu Tsuki. Genau. Ja, Gunnars verschiedene Rüstungen. Tsukis verschiedene Rüstungen. Wir haben hier Musik. Führt für den Kampf. Nochmal Gunnar, dann haben wir hier von einer der Imaginierten, Imaginator, die finde ich ganz süß eigentlich auf Seite 4. Ja, finde ich auch. Die Imaginierte. Der zu ihr gehören dann auch die Flügelspannen der Imaginierten. Und halt dann auch der Flügelspannengleiter. Und aber ich finde den Battle Pass insgesamt diesmal gar nicht mal so spannend. Oder gut. Weiß nicht. Da war der davor besser mit Sachen. So mit natürlich Spidey, aber halt auch Haven und so. Der ist gar nicht mal so spannend. Dann haben wir hier der Ursprung, was ich unglaublich... Den finde ich spannend an sich. Weil der Ursprung nämlich, wo haben wir das? Das hier ist. Seite 9 Emote. Befreit ist der Ursprung. Und das ist wirklich spannend, weil er was damit zu tun hat mit der Würfelkönigin und mit den Würfelfähigkeiten. Und er ist einfach der Ursprung und gehört zum Fundament. Ah. Das finde ich wirklich spannend. Mhm. Zu ihm gehören dann nämlich auch auf Seite 7 der Würfeläther. Und der Würfelzepter. Das ist wirklich spannend. Ansonsten, mein Favorite aus dem Battle Pass ist tatsächlich Irisa auf Seite 8. Sie will ich auf jeden Fall haben. Die ist wirklich süß, die mag ich. Irisa hat's mir angetan. Auf die freue ich mich. Das war klar. Hä, wieso? Wegen Anime und so. Ja, sie ist halt im Cell-Shading-Look. Ich weiß nicht, aber die gehört, glaube ich, nicht zu einem Anime. Echt, oder? Ja, ich kenne sie nicht. Aber ich finde sie designtechnisch einfach echt süß gemacht. Auch der Cell-Shading-Look. Ich mag sie. Die ist echt cool. Die Augen, also ich mag sie komplett als Design. Also auf die freue ich mich von allem auf dem Battle Pass. Den Rest finde ich nicht so spannend. Dann gibt es Irisa noch in Lichtblau. Aber auch Irisas Sachen finde ich auch ganz toll eigentlich. Genau, Irisas Waffenskin, der ist ganz cool. Und dann halt auch die Wächterin-Dolche hat sie drauf. Den Klingenwirbel hat sie drauf. Das finde ich echt ganz cool. Auf sie freue ich mich. Sie ist einfach wieder specialig irgendwie. Tatsächlich mit Dr. Strange so... Gar keinen Bock, ehrlich gesagt. So. Muss halt nicht. Ich kann mit ihm nichts anfangen. Da gibt es safe viele Fans, weil es ja auch Marvel und so. Viele feiern den bestimmt voll, aber ich muss den nicht zwangsweise haben, weißt du? So, ja, ist halt da, ne? Ich finde ihn schon ganz cool, muss ich sagen. Der ist schon ganz cool so, ja.
Vom Design so, so, ja, aber... Weiß ich nicht, also... Ariza ist meins. Ey, also ich muss sagen, ich finde Kiara jetzt auch ganz gut. Wen? Kiara. Auf Seite 5. Das müsste 5 sein. Echt? Echt? Ja, finde ich ganz cool. Oh, okay. Nee, mit ihr kann ich sogar am wenigsten anfangen. Also wirklich am allerwenigsten vom gesamten Pass. Da finde ich selbst die Imaginierte, finde ich hübscher als Kiara. Aber es ist interessant, ja? Dass du, oh, ja, okay. Gar nicht mal die Imaginierte? Doch, die ist schon auch ganz hübsch, also so ist es nicht. Ja? Mhm. Also aber ich finde einfach so stylisch her, gefällt mir jetzt eigentlich Kiara auch ganz cool. Also, okay, okay. Cool. Genau, haben wir noch Elite-Kämpfer und dann haben wir natürlich noch den Prowler im Pass für demnächst. Den finde ich auch ganz nice eigentlich. Der gehört zu Marvel, aber ich kenne ihn gar nicht. Aber ich finde den Prowler ganz cool. Noch mit seinem Emote und halt allgemein der lila Look, der Gleiter, die Waffe. Der Prowler hat eigentlich was. Hat schon was. Und ansonsten halt die Bonusbelohnungen. Da gibt es Ariza als Waldlook. Finde ich auch schnuffig. So in blond und so. Ist auch irgendwie süß. Ich finde sie halt einfach süß. Volle Kanne. Und da haben wir tatsächlich verschiedene Schwerter für Tsuki jetzt hier. Das ist auch voll cool. Du kannst da einen komplett eigenen Schwertstil und so zusammenbasteln. Das ist ja voll geil. Auch mit Farben und so. Und sogar Sounds. Auch coole Idee. Das ist alles neu hier im Battle Pass. Das ist der Battle Pass Season 2 Chapter 3. Ganz cool eigentlich. Genau. Und dann können wir mal auf die Karte gehen. Also für dich ist jetzt Favorite was? Sie halt. Die wurde jetzt gesagt Kiara, oder wie hieß sie? Oh, Favorite, mein Gott. Also, ja. Oder eben die imaginierte. Kann mich nicht entscheiden. Da sind einige coole dabei, muss ich sagen. Echt? Also, echt? Findest du? Ach, doch, also ich muss echt sagen, ich finde da jetzt schon. Mhm. Ja, doch. Also für mich Favorite ganz klar. Habe ich ja schon gesagt. Mhm. Ariza. Und als zweiten Platz dann, wenn ich jetzt nochmal so drüber scroll, dann wahrscheinlich direkt auch die Imaginierte und den Rest. Ja, der ist halt da. Es ist cool, dass man Gunnar bekommt. Okay, lol, es kann man mitnehmen. Ganz cool soweit. Aber alles ist eben so, ja, kann man mitnehmen, weißt du? Der Rest ist so, ja, du, da gab's schon bessere Battle Passes. Aber hey. Ich meine, Tsuki hat jetzt auch was. Aber ja. Mei, also. Ja, Prowler, aber der ist ein bisschen unabhängig jetzt. Der ist ja dann in einem Monat verfügbar. Also in dem Fall Ariza, Imaginierte und dann Prowler. Das sind meine Top 3. Würde ich mal behaupten. Gerade im Moment stand jetzt. Genau. Ja, und dann, wenn du die Karte aufdeckst, siehst du es schon. Es sind natürlich wieder Sachen zum Erforschen, weil sich was verändert hat. Es sind jetzt Zeppeline da und alles, was rot umrandet ist, ist das Fundament. Und alles, was blau umrandet ist, ist das, nein, andersrum. Hä? Blau ist das Fundament. Richtig. Und rot ist das I.O. Das passt aber irgendwie nicht zusammen, weil Sanctuary blau ist. Das verwirrt mich jetzt. Hm. Blau muss das I.O. sein. Alles, was blau ist, sind die I.O.-Basen. Oder war das das Fundament? Jetzt bin ich echt verwirrt. Wie war das nochmal? Wie war das jetzt nochmal? Echt so. Also blau ist ja eigentlich das Sanctuary. Dann ist das doch das Fundament. Waren das... Stimmt schon, doch. Klar, die Basen waren doch Fundamentbasis. Wir sind so blöd. Also blau ist das Fundament. Rot ist das I.O.
Und man sieht, dass das I.O. richtig fettes Fundament verdrängt hat. Okay. Ja, 90% der Map ist rot umkreist. Du siehst die Umrandungen, ne? Du siehst auf der Karte und so, du siehst, dass das erobert ist und so ein Scheiß. Ja, das sehe ich. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, nee, da hast du schon recht, da muss man bei mir mal nachfragen. Gut, so viel dazu. Dann legen wir jetzt mal direkt los, oder? Bevor wir hier noch 5 Jahre dran rumhändeln. Oder? Bist du bereit? Nein? Ja? Hallo? Ja. Okay, legen wir los in der nächsten Folge. Tschüss. Los geht's. Was sagt ihr zum Battle Pass? Was sind eure Favorites? Schreibt's in die Kommis und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wirklich. Tschüss.